Meiner Sicht ganz in England. Ich bin Professor für Geoinformatik an der Fachhochschule Westdeutsch in Iserlohn. Und ich möchte heute ein bisschen präsentieren, wo wir, was wir für neue Funktionalitäten in SmartStadt haben, auch mit SmartStadt News, wie es auch weitergeht mit SmartStadt. Und ich habe gestern geschaut, mittlerweile 229.061 Euro interessiert sind wir schon auf SmartShot. Mittlerweile 835 Mitglieder. Und ich habe mal ein paar Grafiken berechnet, wo, wie es so aussieht. Also man sieht, die Kurve steigt stetig an. Ich bin nach oben in letzter Zeit. Man sieht auch jedes Mal, wenn eine neue Sammlung geht, dann geht es wieder ziemlich hoch mit den Georeferenzierungen. Heute möchte ich gerne neue Funktionalitäten für die Georeferenzierung präsentieren. Hier haben wir eine von diesen Panorama-Ansichten, die jetzt auch heute aufgeschaltet sind auf SmartShop. Das Spezielle an diesen Ansichten ist, dass das sind Bilder, die auf Kartons geklebt wurden, also die Bilder, die mehr oder weniger vom gleichen Standort aufgenommen worden sind und die dann zusammengeklebt wurden. Das Problem hierbei ist, dass die klassische Georeferenzierung möglich ist, weil die Perspektive ein bisschen anders ist, je nachdem der Standort nicht ganz genau der gleiche ist. Und wir haben dann eine zusätzliche Funktionalität entwickelt, um die Georeferenzierung vornehmen zu können. Und das funktioniert ungefähr so. Also wenn wir jetzt im Smart dann ein Bild anklickt, das man georeferenzieren möchte, dann sieht man hier so ein Bild, das aus drei Bildern zusammengesetzt ist. Und man kann dann wie gewohnt dann auf neue Georeferenzierung starten klicken. Und hier kommt jetzt das Neue. Hier kann man dann entscheiden, ein einziger Blickwinkel oder sind es mehrere Teilbilder oder ist es eine große Montage. Wenn ich dann auf das zweite klicke, dann komme ich dann weiter und im nächsten Schritt geht es dann darum, die verschiedenen Teilbilder aufzuteilen. Dann kann man dann einfach ein kleines Quadrat einzeichnen auf das Bild, auf Hinzufügen klicken und dann wird dieses Teil dann ausgeschnitten auf dem großen Bild. Und dann kann man so weiter dann klicken, bis man dann sämtliche Teile von diesem Bild dann zusammen geschnitten hat. Die Georeferenzierung von den einzelnen Teilbildern, die ist eigentlich wie die klassische Georeferenzierung. Man setzt den Punkt, von wo aus das Teilbild aufgenommen worden ist, die Blickrichtung. Und dann funktioniert die Georeferenzierung für jedes Teilbild genau gleich, dass man dann die Punkte anklickt und dann jedes Teilbild einzeln georeferenziert. Wenn das dann abgeschlossen ist, dann sieht das ungefähr so aus. Also im SmartShot wird es dann so dargestellt werden, dass man die einzelnen Teilbilder als 3D-Objekt sieht. Man kann dann auch so sich herumbewegen, dann verschiedene Ansichten anschauen. Man sieht auch, dass es manchmal vielleicht ein bisschen Überschneidungen gibt, je nachdem. Das liegt natürlich daran, dass die Bilder nicht immer von genau dem gleichen Standort aufgenommen worden sind. Aber im Prinzip sieht es relativ gut aus. Und man kann das dann als ein Objekt anzeigen. Wir haben vor einigen Jahren ein paar Tests gemacht mit solchen Gletscherfotos. Und ich weiß, dass Elias noch ein paar Sachen dazu sagen wird. Deswegen werde ich hier nicht allzu viel darüber sagen. Wir haben vor ein paar Jahren ein paar Tests gemacht mit Terrafotos von Sichtoko. Und wir haben da auch dann eine Punktwolke generiert und haben dann diese Punktwolken mit einem heutigen Höhenmodell verglichen. Das war ein kleines Projekt, das wir zusammen mit Sichtoko gemacht haben.
wo man im Prinzip mehrere Bilder genommen hat, also die Fotogrammetrie, die fotogrammetrischen Methoden, ein Punktwolk berechnet hat und diese Punktwolke dann mit dem Höhenmodell verglichen hat. Das war nur ein kleines Projekt. Es geht nachher noch ein bisschen weiter. Dann haben wir noch ein anderes Projekt gemacht, auch im Zusammenhang mit Venture-Bildern. Das war ein Projekt zusammen mit der SOGI, also der Schweizerischen Organisation für Geoinformation, wo die Idee war, also das ist nicht Mapshot hier, das ist auf einem 3D-Globus, den gleichen Technologien, wo die Idee war, dass man im 3D-Globus gewisse Objekte selber anzeichnen kann. Man kann zum Beispiel die Linie, die Gletscherlinie digitalisieren, also anklicken, auf, entweder auf dem digitalen Globus oder im Bild. Und dann kann man im Prinzip sich dann anzeigen lassen, wie dann die Gletscherlinie entweder auf dem historischen Bild oder eben auf dem digitalen Globus damals oder eben heute ist. Und dann kann man das visuell dann vergleichen. Also das ist eine Funktionalität, die wir sozusagen als Side-Project analysiert haben. Vielleicht noch ein paar Perspektiven auf das Smartshot. Also etwas, was wir gerne implementieren möchten, ist die Georeferenzierung mit Gebäuden. Ein Problem ist heute, dass man die Punkte aus den Gebäuden leider nicht anklicken kann. Der technische Grund ist, dass die Gebäude, das sind andere Objekte als das Höhenmodell und die Luftbilder, die über das Höhenmodell drübergezogen sind. Das sind rein technisch gesehen andere Objekte. Und das müssen wir dann anders implementieren, sodass man auch Punkte auf einer Fassade oder auf einem Dach dann auch berechnen kann und dann auch als Referenzpunkte benutzen kann. Dann haben wir letzte Woche in Florenz das neue API vorgestellt. Also das API, das ist im Prinzip eine URL. Mit dieser URL kann man dann direkt auf verschiedene Informationen, die in der Smartshot-Datenbank drin sind, da kann man darauf zugreifen. Man kann damit dann auch Applikationen entwickeln, mit denen man dann relativ einfach Smartshot-Daten einbinden kann. Also man kann zum Beispiel die View-Sheds herausnehmen, man kann die berechneten Bildparameter herausnehmen. Und das kann man dann auch automatisieren. Und mit so einem API kann man auch dann verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel die Daten in eine externe Applikation einbinden. Also man kann dann zum Beispiel eine Webpage entwickeln, die dann die Informationen von Smartshot dann anzeigt. Ein anderer Use Case, den wir auch schon getestet haben, das war ein Screenshot von einer mobilen Applikation, die zwei schwedische Masterstudenten bei uns entwickelt haben. Da ist die Idee, dass man ein historisches Bild anzeigt und dass die Applikation dann den Weg weist, wie man dieses Bild nochmal aufnehmen kann. Und wenn man das Bild dann aufgenommen hat, dann berechnet die Applikation gut die Georeferenzierung. Das ist auch ein Use Case. Und ein Use Case, wo die EPFL dann arbeitet, ist die Idee, dass man aus Smartshot Bilder herauszieht und damit man eine künstliche Intelligenz findet, also einen Machine Learning Algorithmus, der verschiedene Orte wiedererkennen kann. Und die Idee ist, dass man dann damit zum Beispiel eine Drohne steuern kann, ohne ein GPS. Das heißt, dass die Drohne im Prinzip wiedererkennt, welches die verschiedenen Dinge sind, die durch die Kamera von der Drohne sichtbar sind. Und dass die Drohne im Prinzip selber berechnen kann, wo sie genau ist. Das ist im Moment ein Projekt, das in der EPF am Laufen ist. Es gibt noch mehrere Use Cases und wenn Sie möchten, geht es auf die Referenz zu der Präsentation von dem Paper, das wir letzte Woche in Florenz präsentiert haben. Sind vielleicht ein bisschen schnell gegangen. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen Zeit haben für Fragen oder ob das eher nachher 8 Minuten. Okay. Wir haben ja nachher noch Zeit. Können Sie in Ihren Singsand dann löchern? Wir nehmen auch das Laptop mit, falls wir noch nicht funktioniert.
Okay. Okay. Ja, gut. Dann hat Elias noch gesagt. Ist das alles? Ja. Das ist jetzt so. Das ist gut, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen zum heutigen Tag, Treffen der Crowdsourcing-Gruppe des Bildarchives. Wir werden auf Ihre Hilfe angewiesen sein in den nächsten 1 bis 2 Monate oder sogar vielleicht bis zu einem halben Jahr. Mein Name ist Elias Holm, ich arbeite als technischer Angestellter in der Abteilung Glaziologie an der Versuchsanstalt für Wasserhydrologie und Glaziologie der ETH Zürich. Und darf Ihnen heute das Projekt Defogging vorstellen. Aber zunächst, um den Sinn des Projekts vielleicht ein bisschen besser zu erläutern, möchte ich Ihnen über eine Studie informieren, die wir pünktlich vor 1,5 Wochen publizieren konnten und entsprechend das Echo in den Medien auslöste. Und zwar geht es um die Halbierung der Gletscher in den letzten 85 Jahren. Vielleicht haben Sie davon gelesen, gehört oder einen Beitrag im Fernsehen gesehen. Und zwar, auch schon wie Jens gesagt hat, geht es um diese terrestrischen Aufnahmen des Swiss Topo, welche in den Jahren 1917 bis 1947 an 7000 Standorten im schweizerischen Alpenraum entstanden sind. Total sind es rund 58.000 Glasplatten, die dort aufgenommen wurden. Und in den letzten 10 Jahren, oder schon vor 15 Jahren, vom Swiss Topo digitalisiert, aufbereitet, mit den Metadaten aus den Feldbüchern der damaligen Ingenieuren angereichert wurden, auch mit Snapshot-Informationen angereichert wurden. Konnten wir dann heutige stereofotogrammetrische Auswertungen machen. Die Bilder wurden 2018 öffentlich zugänglich gemacht und so haben wir es versucht, ein Projekt zu akquirieren und zu schauen, was wir für die Gletscher zum Thema Gletscher auf diesem Bogus herausbringen. Wie schon gesagt, wir haben die halbautomatisch stereofotogrammetrisch ausgewertet. Von den 58.000 Bildern haben wir nur 22.000 verwendet, da diese Gletscher zeigen. Die anderen zeigen keine Gletscher, die haben wir dann außen vor gelassen. Was wir hier sehen, ist auf der linken Seite die Karte. Grau ist der Gletscherstand von 2016, blau ist der Gletscherstand von 1931. Oben sehen wir, wenn wir die Bilder von einem Standort zusammenstitchen, so ein Panorama, wie die Überlappung aussieht. Und es wurden auch verschiedene Kameramodelle verwendet. All dies müssen wir berücksichtigen in unserer Analyse. Aus den Auswertungen haben wir dann historische Höhenmodelle gerechnet und Orthofotos natürlich. Und die mit dem aktuellen Höhenmodell, also ähnlich was Jens am Allertsch-Gletscher euch gezeigt hat, haben wir die ganze Schweiz gemacht und alle Gletscher versucht zu rekonstruieren. Wie man hier sieht, ist es uns nur teilweise gelungen. Rund 40% der Gletscherflächen konnten wir rekonstruieren. Der restliche Teil konnten wir hypsometrisch, das heißt höhenabhängig interpolieren und so die Lücken füllen, um dann wirklich die Differenzen präzise zu berechnen. Und wie Sie schon aus den Medien kennen, die haben sich halbiert, genau wenn das 51,5% verlust an Gletschervolumen mit einer Unsicherheit von etwa 6,1%. Genau, dann, wie Sie wissen, und im Bildarchiv ist das sowieso so, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, wir sind dann an einige Standorte gegangen und haben eigentlich die heute wieder nochmals aufgenommen. Und wir sehen hier das Beispiel vom oberen Theodor-Gletscher oder auch von Zermatt mit dem Matterhorn im Hintergrund sehr schön, was jetzt der Verlust von 50% von Gletschereis dann wirklich bedeutet.
Und dann haben wir das Beispiel Vatrecheva aus dem Winterland und Rosek. Das ist Vatrecheva, hier Rosek-Gletscher. Das ist schon eindrücklich, was wir bereits an Eisvolumen verloren haben. Genau. Man kann das nicht lange irgendwo anschauen. Dann gehe ich aber trotzdem schnell weiter zum Defogging-Projekt nun. Discovering Forgotten Glacier Images in a New Glance. Wir mögen, oder Entnebelung, könnte man auch sagen. Wir lieben Akronyme, deshalb diesen Namen. Angefangen hat es einerseits mit der positiven Entwicklung des Viterra-Projekts, wo wir gesehen haben, hey, da entwickelt viel Potenzial, da steckt viel Potenzial drin. Und dann einen Besuch unseres Archives. Und dort haben wir Hunderte, Tausende, Zehntausende von Dias über Glasplatten zu zusammengeklebten Panoramas in alten Büchern, sauber beschriftet mit Jahreszahlen, Fotografen und so gefunden oder beziehungsweise wiederentdeckt. Und dachten dann, das können wir nicht einfach so liegen lassen. Zusätzlich bekommen wir in den letzten Jahren immer wieder Anfragen von Leuten, die von ihrem Großvater auf dem Estrich Bilder gefunden haben, von Gletschern anno 1920 und möchten die irgendwo abgeben. Jetzt ist das Sammeln von Bildern ja nicht unsere Haupttätigkeit eigentlich. Und gleichzeitig finden wir es auch schade, wenn man diese Zeitzeugen einfach verloren gehen. Deshalb sind wir dann in Kontakt mit Nicole getreten und haben gefragt, ja, wir müssen uns die Experten zur Hilfe holen, wie können wir das handeln? Und gleichzeitig auch für uns ist es natürlich interessant, was steckt für ein Potenzial in diesen Bildern? Es wird ein bisschen schwieriger sein, mit diesen Bildern zu arbeiten, als mit den Swissterra-Bildern, die ja wirklich sehr genau vermessen wurden, die sehr präzise Metadaten haben und die wir auch verwenden können. Das wird hier ein bisschen schwieriger, aber wir hoffen trotzdem, dass wir da einiges herausholen können. Wir sehen, das Projekt ist finanziert von der Meteo Schweiz im Rahmen von GCOS. GCOS ist der Global Climate Observing System. Dabei geht es vor allem darum, Klimadaten, historische Klimadaten zu digitalisieren, überzuführen und diese für die breite Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Das Projekt hat schon letztes Jahr, vor rund einem Jahr, gestartet und der erste Teil, das Inventarisieren, das Triagieren, das Digitalisieren und das Aufarbeiten, das läuft jetzt bereits seit einem Jahr, sodass wir nun zum nächsten Schritt übergehen können. Und das wäre das Lokalisieren mit dem Crowdsourcing. Und wenn ich hier in den Raum schaue, sehe ich sehr viele motivierte Leute. Das freut mich natürlich. Der nächste Schritt, da kommt dann der Ball wieder zu uns, geht es um die Analyse der Quantitative und die quantitative Auswertung dieser Bilder. Ähnlich sind Terra. Wie schon gesagt, wir wissen, da wird eine Schwierigkeit oder zwei Schwierigkeitsstufen größer, aber das ist vielleicht die Forschung da, neue Wege zu finden. Und was auch ist, und da habe ich vorher die Ohren geschwitzt, als ich jetzt gesagt habe, da gibt es wahrscheinlich eine Funktion im Snapshot, geht es um die Wiederholungsfotografien. Dort läuft zurzeit ein Antrag, wo wir dann versuchen, diese Bilder, wie wahrscheinlich, die Plattform ist noch unbekannt, wieder an die Öffentlichkeit zu geben, dass die im Feld, wenn sie auf einer Bergtour sind oder so, wissen, hier ist ein Punkt, wo ich wieder ein Foto machen kann. Und wir das vergleichen können. Also quasi, wie nennen das, Repeated Photography, diese Bilder dann wieder sammeln. Und für uns ein wichtiger Punkt, deshalb habe ich ihn mir auch aufgeführt, was für uns dann auch wichtig ist, weil ich denke, die Bilder, die zu uns fließen, das nimmt wirklich von Jahr zu Jahr zu, dass wir dort einen sauberen Workflow haben, wie wir mit dem umgehen können. Genau, dann vielleicht zum Stand jetzt, also die Gletscherinitiative. Das ist auch eine Kampagne. Die erste Gletscherkampagne hat 2019 stattgefunden.
Dabei wurden rund 300 Bilder bereits georeplantiert. Freuden sehen, wir haben auch erste Versuche gemacht. Das klingt uns positiv. Die aktuelle Bestandesaufnahme ist, dass wir rund 15.000 Abzüge negative im Panoramabilder haben und 17.000 Kleindia, die bereits bearbeitet sind. Wir werden jetzt aber die sozusagen in Tranchen an sie weitervermieten in einer ersten Tranche ab heute. Sind das 6.100 Fletschbilder. Davon sind 2.301 sind anspruchsvoll. Mit anspruchsvoll meine ich eben, das sind solche zusammengeklebten Panoramen. Die sehen wirklich auf diesen Kartons, die sehen phänomenal aus. Das war so, wie man das früher gemacht. Aber sehen wir Snapshot und uns eine kleine Herausforderung. Genau. Dann werden weitere Tranchen folgen, sicher im vierten Quartal dieses Jahr. Und vielleicht noch zu erwähnen, für uns die wichtigsten Parameter ist wirklich der möglichst genaue Aufnahmestandort und halt auch das Datum, vor allem das Jahr, ist für uns wichtig, damit wir das zeitlich gut einordnen können. Genau. Dann hat mir Nico noch gesagt, dann jeweils gibt es noch Titelkorrekturen zu den Bildern etc. Das die erste Tranche wird dann, wenn wir die abgeschlossen haben, wird dann so im ersten Quartal 2013 in IPIX integriert und das kann man dann dort machen. Das bringe ich wieder rüber. Weil, ein herzlichen Dank schon mal an unsere zwei guten Seelen im Bildarchiv, die Gina Meili und Carolina Ingold, die die Bilder inventarisiert haben und eigentlich die Knochenarbeit für uns erledigt haben. Ganz herzlichen Dank an dieser Seite, also von meiner Seite. Natürlich dann noch das ganze Bildarchiv-Team, das mit uns das Projekt aufgegleitet hat. Dann an Jens für die erweiterten Snapshot. Und natürlich schon, das habe ich gehört, sagen, das sei das effizienteste Crowdsourcing-Team, das es gibt. Vielleicht jetzt schon ein bisschen Blumen im Voraus. Herzlichen Dank für die Mitarbeit. Genau. Dann, wenn man einen Vortrag hält zur Gletscher und in diesem Jahr ist es immer, muss ich fast etwas zur aktuellen Situation der Gletscher sagen. Man muss es eigentlich einfach sagen, dieses Jahr ist sehr schlimm für die Gletscher. Das ist eigentlich der schlimmste Fall, der eintreten kann. Und zwar hat es begonnen mit sehr geringem Niederschlag im Winterhalbjahr. Und unsere Messungen zeigen hier, dass die Winterbilanzanomalie also ziemlich tief geht, bis zu 64% weniger Massengewinn im Winter. Das heißt, es wird weniger Schnee auf den Gletschern gekommen, also schon der Start ins Gletscherjahr war ziemlich schlecht. Dann ein weiterer Faktor ist mehr und etwas früherer Sahara-Staub. Sie haben die Bilder sicher gesehen, die hellgrauen Gletscher. Das verkleinert den Albedo, also die Rückstrahlung des Sonnenlichts. Entsprechend wird das mehr, schneller erwärmt, es gibt mehr Energie in den Gletscher, in den Schnee. Er wird schmelzt dadurch schneller. Das ist ein Faktor zwischen 15% und 20%, aber der ist bestimmt nicht zu vernachlässigen. Und was wir sicher wissen vom letzten 2, 3, 4 Monate, wir hatten frühe Hitzewellen, lange dauernde Hitzewellen und sehr viele davon. Das hat den Gletschern dieses Jahr sehr zugesetzt. Und das ein bisschen zu veranschaulichen, was das für Auswirkungen hat, habe ich hier zwei Satellitenbilder zusammengestellt. Das ist der Griesgletscher. Wir sehen hier Gries, die Staumauer hier, der Gletscher. Das ehemalige, muss man das sagen, Akkumulationsgebiet, hier ist die Zunge. Vor wenigen Jahren war diese noch verbunden hier unten. Vom 18. September 2021 und von diesem Jahr ist das Bild vom 3. Juli 2022. Also der Gletscher, würde ich jetzt mal grob sagen, befindet sich im gleichen Stadium.
Also das Akkumulationsgebiet der Schnee ist, die Schütze der Schneeschicht ist quasi schon weggeschmolzen, aber das ist einfach 2,5 Monate früher als normal. Ehrlicherweise muss ich sagen, das ist jetzt gerade ein Extrembeispiel. Wie wir gehen so schweizweit, sagen wir immer, handelt sich um 1,5 bis 2 Monate. Also ein bisschen weniger als das. Aber das ist trotzdem schon sehr beunruhigend oder traurig. Genau. Dann müssen wir auch etwas mehr ins Feld, weil unsere Messstangen, bei denen wir die Schmelze messen, die wurde dann ausgeschmolzen. Also wir erwarten eine gewisse Schmelze und versenken dann die Pegasstangen 1 bis 2 Meter tiefer, als was wir erwarten. Also angenommen, wir erwarten eine Schmelze von 5 Meter, dann setzen wir die auf 7 Meter. Und wie Sie sich vorstellen können, die 2 Meter, die da noch übrig liegen, die muss man nachbohren und die Pegel nochmal neu setzen. Und das ist jetzt ein Graph über die Massenbilanz des Gletschers, über das hydrologische Jahr darstellen. Also hier im Herbst beginnt der Gletscher an Masse zu gewinnen normalerweise. Blau ist die durchschnittliche Entwicklung. Dann haben wir hier dunkelgrau ist eine Standardabweichung, hellgrau 2 Standardabweichungen. Und wir sehen schon, er hat hier so im Dezember, Januar viel weniger gewonnen. Also hat sich kein Winterfett zugelegt, wenn man das so sagen darf. Die Bereiche sind jeweils die Fitzenmessungen, die Linien sind dann modelliert. Und wir sehen dann, ist auch viel früher ist er ins Negative gefallen als normalerweise. Das war die letzte Messung im Juni, da mussten wir schon nachbohren. Mittlerweile gibt es schon eine hier und jetzt kommt dann wieder hier unten eine. Und so zusammengefasst, oder was? Also eigentlich die Bilder, wenn man nur die so anschaut, ohne wirklich auf die Zahlen einzugehen, es ist immer schon verheerend, wenn der Graph das Diagramm verlässt, also das heißt, der Forscher, der das gemacht hat, das ist weit von jeglicher Erwartung weg. Und das war eigentlich, das hat uns alle ein bisschen schockiert, als wir das gesehen haben. Genau. Und jetzt schauen wir vielleicht noch kurz in die Zukunft. Diese Messdaten, die wir aufnehmen, mit denen kalibrieren wir unsere Gletschermodelle und lassen sie dann mit Klimaszenarien, das ist mehr eigentlich Temperatur und Niederschlag, antreiben und versuchen, die Entwicklung der Gletscher in die Zukunft darzustellen. Wir sehen hier auf der linken Seite, steht ein Bild, das ist quasi worst case. Das heißt, wir machen keinen Klimaschutz. Wir haben eine mittlere Erwärmung von 5 Grad global. Und was wir sehen, die Modelle zeigen eigentlich, dass der Aletschgletscher bis auf wenig Eis, so Jungfraujoch, gänzlich verschwindet. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn wir einen starken globalen Klimaschutz, wobei jetzt, klammer auf, wir müssen langsam noch nicht beginnen, einsetzen und wir die globale Erderwärmung von 1 bis 2 Grad einhalten, dann können wir den Gletscher oder den Aletschgletscher doch noch bis zum Concordia-Platz retten, aber die Zunge bis zum Concordia-Platz wird definitiv wegschmelzen. Genau, und wenn wir das noch auf einer anderen Grafik anschauen, das war zum Beispiel Großer Aletsch. Dann sehen wir hier auch mit den zwei Szenarien, 1 bis 2 Grad. Wir bewegen uns, also 1 Grad haben wir schon überschritten, wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Da sehen wir, dass wir bereits 60% des Gletschereises bis Ende des Jahrhunderts verlieren werden. Und wenn wir gar nichts machen, dann bleiben uns mal 2%. Hier auf der Seite ist noch die Unsicherheit. Die ist natürlich dann immer größer bei weniger Temperaturunterschied. Wenn nichts mehr da ist, ist die Unsicherheit dann auch klein. Genau. Und umso wichtiger ist es, die Bilder für unsere zukünftige Generation der Gletscher zu erhalten und auch immer, man nennt das Awareness schaffen, also die Leute darauf aufmerksam machen, dass da etwas vor sich geht und da sind so Wiederholungsfotografien oder die Fotografien, wie die gleich schon mal aussehen haben, ein wichtiger Träger. Und für Ihre Mithilfe
dass wir das in den nächsten halben Jahr zusammen erhalten können, diese Bilder. Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken. Dann ist auch immer, das hat mein Chef immer gesagt, wir sind auch auf Twitter. Wir können Sie aktuell unserer Forschung folgen. Und kommen immer sehr spannende Projekte und aktuelle Bilder aus dem Feld, die wir über diesen Kanal verbreiten. Herzlichen Dank und ich freue mich auf Fragen, auf den Fragen sind. Ja? Also, wir haben gesagt, ein Fotografen sei sehr wichtig, der Aufnahmestand auch. Mhm. Ist das wirklich der Standort des Fotografen gemeint oder was abgebildet ist? Weil der Standort des Fotografen ist nicht immer sehr einfach festzustellen. Ja, also schon, was Sie dann sehen und wie Sie es georeflektieren, ja. Irgendwas dargestellt wird. Genau, ja. Ja, daraus wird dann der. Nicht der Fotografenstandort. Ja, das wird ja dann daraus abgeleitet. Wenn ich das, genau. Also je genauer Sie georeferenzieren, umso genauer wird auch der Aufnahmestandort. Ah, es geht um Georeferenzieren. Ja, gut, dann muss genau. Ja. Okay. Ja. Also im Vergleich zu den Terra-Bildern, dort wurden wirklich die Positionen genau eingemessen. Und jetzt machen wir das 40 Jahre, 50, 60 Jahre später mit Software. Also das wird die Gewichtung genau gleich haben. Aber genau das ist und so besser damit. Ja. Der Furka-Gletscher ist ja ein prominentes Beispiel, dass der bis real gekommen ist und jetzt jährlich deutlich zurückgeht. Haben Sie da schlagende Bilder, die man einsetzen kann aus anderen Beispielen? Oder ich weiß nicht, wie machen Sie das? Ja, beim Rhone-Gletscher speziell, der ging bis nach Gletsch. Und dann hat er sich zurückgezogen um eine Kurve, dann die Steilstufe hoch und liegt jetzt oberhalb. Also wenn man jetzt dort ein Bild macht, das ist der Stand 1870 etwa, 1880, da sieht man einfach keinen Gletscher mehr. Das ist ziemlich einfach. Es gibt einen schönen Standort am Furka-Gletscher, der ist gerade vis-à-vis etwas weit, also auf der anderen Seite vom Tal, auf der Seite des Mutgletscher. Und dort sieht man sehr schön auf den Zunge. Ich habe das Beispiel haben wir. Der Rhone-Gletscher ist so unser, wir nennen das Haus, nein, Hausgletscher, weil wir sind sehr schnell dort. Wir machen unsere Feldkurse mit den Studenten am Rhone-Gletscher. Und dort gibt es gewöhnlich einen super Standort, wo man quasi auf die Steilstufe des Gletschers sieht und dann den Gletscher weiterverfolgen kann nach hinten. Und dort haben wir auch solche Fotos. Die habe ich jetzt nicht aufgehört. Ich glaube, der Rhone-Gletscher, den sieht man immer. Aber ja, das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Die Entwicklung dort. Ja. Auch jetzt mit der Entwicklung des Sees, seit 2003 oder so. Und mit der abgedeckten Eishöhle. Aber das ist ein anderes Thema. Danke schon ist gut auf Zoom. Wunderbar. Genau, jetzt komme ich zum
Rückblick und Ausblick mit wenig Gletscherbildern. Zuerst ein paar Zahlen. Sie kennen mich ja unterdessen auch ein bisschen. Ich mache gerne was mit Zahlen. Die allgemeine Statistik, die Sie auch immer online sehen können. Heute Morgen wurde sie wieder aktualisiert. Sie haben seit dem Start im Januar 16 bis jetzt 1409 Personen, die sich mit mindestens einem E-Mail angemeldet haben. Der Frauenanteil ist letztes Jahr ein bisschen gestiegen, von 9% auf 12%. Das freut uns natürlich. Insgesamt sind wir jetzt, haben wir die heute Morgen die 120.000 Marke Grenze gesprengt. So viele Bilder wurden auf Epic seit Januar 16 kommentiert. Und was immer halt total spannend ist, sind diese Zahlen. Also wir haben eine Top 10, so ungefähr 6 aus der Top 10, aus der aktuellen, die ziemlich stabil auch die letzten 6-7 Jahre zwar. Die haben 83% aller dieser Bilder oder E-Mails, was eigentlich fast identisch ist, eingereicht. Das können wir jetzt hochrechnen, 120.000 mal 83%, das ist eine Riesenmenge. Aber die Top 10 ist auch noch ziemlich fleißig, wenn man das zusammenzählt, kommt man da auf 94%. Also dann sieht man so, 6% haben dann die 1.389 anderen eingereicht. Dasselbe haben wir auf Snapshot, in hier sind wir bei 147.000 Bilder. Top 10 ist auch unglaublich fleißig und hier ist mit Top 30 dann noch stärker mit 97%. So. Wie schaut das über die Jahre verteilt aus? Die Jahre sind nicht immer gleich verteilt. Hier haben wir ja einen Snapshot gestartet, da haben wir ganz viel gemacht letztes Jahr. Haben wir gerade ein bisschen geschwächelt, aber das holen wir dieses Jahr jetzt sehr stark auf. Dann hier hatten wir SDK01, diese Eisenbahn- und Industriebilder, die online gingen. Da gingen so 70.000 Bilder aufs Mal los und dann haben wir ein bisschen ins Schwitzen bei uns im Büro. Ja, genau. Also es sind immer noch wahnsinnig viele Mails, die wir pro Jahr bekommen. Unsere Social-Media-Aktivitäten, die einen oder anderen kennen das auch und ich nehme an, den Blog verfolgen die meisten von Ihnen regelmäßig. Wir haben seit der Blog läuft, 704 Beiträge geschrieben, darunter auch einige von Ihnen, was uns immer sehr freut, weil ich finde es immer viel spannender, wenn wirklich diejenigen, die an den Bildern gearbeitet haben, auch erzählen, wie sie es gemacht haben. Und nicht, wir probieren das mit den E-Mails irgendwie zu rekonstruieren. 304 Kommentare, das ist euch auch ganz viel, das mir heute aufgefallen wurde, wurden auf diese Beiträge geschrieben. Und dann haben wir noch ein Forum im Blog. Da gibt es so 4 Spalten, 4 unterschiedliche Themengebiete, wo man Fragen stellen kann, wo Sie untereinander diskutieren können. Früher musste man immer uns schreiben, könntet ihr uns die E-Mail von dem und dem geben, damit ich mit dem direkt diskutieren kann. Das haben wir jetzt gelöst, dass man das im Forum bilateral machen kann. Das sind zwei, die sind ganz fleißig, das wissen Sie wahrscheinlich, Conny Kreis und Thomas Pister, die diskutieren da. Nur schon mal mitlesen ist meistens schon ganz spannend. Genau, Sie haben 26 unterschiedliche Themen, teilweise auf ein Bild oder auf eine Bildreportage angelegt und da kann man dann mit diskutieren. Das lohnt sich auf alle Fälle, da mal reinzuschauen. Dann sind wir auch seit einem Jahr dann auf Twitter. Da bemühen wir uns auch jeden Tag. Morgens um 9 kommt irgendein Tweet. Wenn wir am Montag, kommt immer der Blog, am Freitag auch, oder wenn wir neue Bilder online stellen, dann sieht man das hier. Wenn wir so meistens kommen Kometbilder, so wieder eine neue Tranche aus der Pressefotografie, so 300 neue Bilder. Und das erzählen wir Ihnen auf Twitter in der Kurznachricht. Das lohnt sich nicht extra, da einen Blogpost anzulegen. Aber wir bemühen uns, dass wir die zwei Geschichten Twitter, dass wir den Twitter demnächst oder bis Ende Jahr hoffentlich auch im Blog integriert haben. Dann muss man nur noch an einem Ort schauen, wenn das läuft. Genau, jetzt nochmal eine schöne Abbildung. Wir schreiben immer schön mit, was uns das für Ressourcen kostet, damit Sie dann ein bisschen ein Bild bekommen. Ich weiß,
Ihre Ressourcen habe ich auch schon öfters hochgerechnet, die ist natürlich dann höher. Sie sehen, bei Snapshot sind wir richtig effizient geworden, weil hier, als wir begonnen haben, haben wir jedes einzelne Bild validiert und geguckt, ist das jetzt oder muss man da noch nachjustieren. Und irgendwann haben wir dann Snapshot so weiterentwickelt, dass man mit einem Klick die ganzen Bilder von einer Person, wenn man weiß, wie die Person arbeitet, können wir das mit einem Klick dann 40 Bilder validieren. Das ist dann auch ein bisschen weniger aufwendig. Aber nichtsdestotrotz sehen Sie, sind wir doch jedes Jahr so, das ist ein Vierteljahreszeit für eine Vollzeitstelle am WZ Zürich. Wir arbeiten 2000 Stunden pro Jahr. Also Sie sehen quasi 500 Stunden Viertelstelle, wenn wir aufwenden. Da sind wir zu dritt. Und die sind heute alle hier, die spitzen ganz schön an den Spitzen, an den Ecken. Heike Hafen, Ronald Lüthi habe ich schon erwähnt und Florine Hohenter, das sind die, die eigentlich diese E-Mails und Snapshot abarbeiten und bearbeiten und integrieren in die Datenbank. So, jetzt noch unsere Highlights. Wir haben ja letztes Jahr, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, haben online das neue Webfrontend eingeläutet und da sind wir immer wieder noch neue Funktionalitäten aufsetzen und dann verbessern. Wir finden es total toll. Ganz viele finden es auch toll. Ich weiß, es gibt aber auch kritische Stimmen, die hören wir natürlich auch und da sind wir dann auch sehr ernst. Jetzt am 1. August haben wir ganz vieles auf einen Schlag, wo wir ganz lange auch darauf hingearbeitet haben, online stellen können. Zum Beispiel ein wichtiger Wunsch, dass man, wenn man Resultateliste bekommt und dann Bilder durchklicken will, dass man unten dann auch sagen kann, ich will jetzt zu Resultateliste 52 gehen. Das machen die meisten, blättern sich durch und dann machen sie mal eine Pause und wollen am anderen Tag weiterarbeiten. Und da hätte man nur immer bei der ersten Seite wieder klicken können. Jetzt kann man direkt schreiben, ich will auf Seite 52. Das ist für die, die wirklich systematisch durchgehen, ein großer Komfort. Dann haben wir Informationen zu den einzelnen Feldern hinterlegt, wo man lesen kann, was erkriege ich denn eigentlich bei diesen Metadatenfeldern. Originaltiteln haben wir zeigen wir an, was wir total toll finden, dass wir jetzt auch englische Übersetzungen, wenn man auf die englische Sprache bei Epix wechselt, dann sind jetzt alle Titel übersetzt ins Englische. Um quasi auch nicht Deutsch, weil die meisten Titel sind ja bei uns Deutsch und auch nicht deutschsprachige, die wir lesen können. Dann haben wir Platzhalter, da sind wir noch so ein bisschen am Testen. Wir haben den bei Kometbildern, da machen wir nur Auswahl digitalisieren, weil es einfach 1 Million Bilder einfach too much auch ist und nicht immer alles auch so toll oder nicht so interessant. Das wiederholt sich dann auch teilweise. Aber wir haben die Metadaten, die haben wir elektronisch aufgearbeitet in den letzten Jahren. Und da haben wir jetzt einfach die Metadaten online gestellt. Und das kriegt man dann Platzhalter. Die kann man auch ausblenden. Das haben Sie hoffentlich schon gesehen. Also falls man sich nervt, wenn man nur Platzhalter bekommt und keine Bilder, das kann man ausschalten. Bei den Filtern links muss man das dann ohne Bild, mit Bild wählen. Dann AI noch weiter eingesetzt, das künstliche Intelligenz. Jetzt haben wir alle Bilder, die Hauptfarben aus den Bildern rausgezogen. Also jetzt können Sie quasi wie Bildredakteure so eine Recherche machen. Ich brauche heute violette Bilder und da können Sie die Farbe wählen. Also, es ist nicht schlecht, wenn man mal irgendwie einen anderen Ansatz wählen will. Man kriegt auch da wieder ganz neue Einblicke in unseren Bildbestand. Ein Riesenthema, Swiss Names, da sind wir dran. Die hatten wir so eingerichtet, also das, was aus Snapshot rauskommt, das wird dann übersetzt in Namen, dass man die auch textuell findet. Die hatten wir in der Volltextdurchsuche drin gehabt, es waren aber unglaublich viele Swiss Names und zwar noch nicht, der Algorithmus war noch nicht optimal, das haben wir jetzt in diesem Jahr gemacht. Ist aber noch nicht online gestellt und nach unserer Umfrage im Mai haben wir das dann weggenommen, um uns und viele von Ihnen weniger zu ärgern mit diesen vielen Treffern, wo man denkt, kann nicht sein, oder? So, das haben wir jetzt mal offline getan. Vielleicht haben Sie schon ein bisschen Unterschied gemerkt.
Der Twitter-Kanal, wer es noch nicht gesehen hat, so schaut das hier aus. Genau, wir haben unterdessen 783 Follower und VAW folge ich auch immer. Das ist wirklich total spannend, was dann da, was man jetzt im Moment sind die auf dem Feld, dann kriegt man die neuesten Bilder und Schockmeldungen dann direkt auf Twitter hinschaut. Wir machen noch auch Wikipedia-Schreibwerkstätten. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört oder gesehen. Da haben wir jetzt letzten Mai und diesen Mai 2 Werkstätten gemacht. Da geht es meistens dann darum, wir wollen unsere Professoren an der ETH, seit der Gründung der ETH, das sind so rund 2000 Köpfe, von denen wollen wir bis zum nächsten Jubiläum, das ist 2030, dann wird die ETH 175 Jahre alt, wollen wir von jedem einen Artikel haben. Das schreiben natürlich nicht wir, wir sind Bild, aber wir gucken, dass wir die Bilder zur Verfügung stellen, dass jedes, wenn man einen Artikel über eine Person liest, dann will man in der Regel eigentlich auch ein Gesicht dazu sehen. Und das ist dann das, was wir zur Verfügung stellen. Und mit den Professoren schauen wir, ob wir Bilder von denen bekommen. Das läuft ziemlich gut. Da gibt es auch eine riesen Wiki-Seite. Können Sie mal drauf, wenn Sie das jetzt interessieren würde. Und wir planen euch jeden Mai eine Schreiberstadt. Da kann man auch als Neuling mitkommen. Und da ist immer ein Wikipedianer, der einen dann schult und Tricks und Tipps gibt. Ja. Untertitel aktiviert, okay. Dann Snapshot ging ja international, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, letzten Juli. Da haben diverse Brasilien ist dabei und Vorarlberg. Und da hören wir aber später noch mehr dazu. Genau, die Vorarlberge sind, also die dort endet im Rhein, sind jetzt auch dabei. Da haben wir doch auch ein bisschen Ortskenntnis als Nachbarn. Dann hatten wir letzten November mit Jens und seinen Technikern ein Online-Event. Da waren auch ungefähr 44 Person dabei. Und da hat der Jens dann uns ein bisschen ausgehorcht, was wir so denken von Entwicklungen, die sie andenken, ob das etwas wäre oder konnten wir so ein bisschen mitdiskutieren und das wollen wir dieses Jahr wiederholen. Wir werden dann einen Apero-Termin aushandeln. Da werden wir das dann mitteilen. Das wird auch wieder online stattfinden. Das ist eigentlich relativ praktisch und geht ziemlich gut. Dann ein anderes Highlight. Hatten wir erst kürzlich im Juni, der Thomas Pfister und ich gingen an die 7. österreichische Citizen Science Konferenz in Dornbirn, Vorarlberg, haben wir den Thomas auch wieder getroffen. Da ging es darum, dieser Citizen Science Konferenz stand unter dem Motto, warum sollte ich meine Freizeit opfern und crowdsourcen oder Citizen, mich als Citizen Scientist betätigen, ich könnte in der Zeit auch irgendeinen Schrebergarten oder was auch immer, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man seine Freizeit sinnvoll verbringen kann. Und da habe ich gefunden, ja, da können wir doch etwas bieten, anstatt dass man immer nur über die Citizen Scientist spricht, nehme ich einen Citizen Scientist mit und mache mit dem ein dialogisches Gespräch, wo ich den ein bisschen ausfrage und dass er mir ein bisschen erzählen kann, warum und wieso und überhaupt und wie viel er da macht und das war ziemlich gut, es hat uns beiden Spaß gemacht, das Publikum war auch ganz angetan, wir haben ganz viel von uns gelernt, würde ich so sagen. Genau, da gibt es Folien und wir sind auch noch an einem Artikel am Schreiben, der dann publiziert wird. Die Umfrage da, das war im Mai, habe ich Sie aufgerufen, mal zu 15 Fragen zu beantworten, wie Sie überhaupt recherchieren auf IPIX, weil wir haben mehr als ein Jahr schon die Bilder mit künstlicher Intelligenz getaggt. Und da hatte ich dann irgendwann mal so einen Zweifel nach anderthalb Jahren. Es ist ziemlich aufwendig. Man muss jeden Tag Bilder abends anstellen, also aktivieren. Das können wir nicht während der Arbeitszeit machen, weil dann könnten wir und Sie und niemand mehr arbeiten, weil das System würde in die Knie gehen.
Und jeden Abend das anwerfen und irgendwie so, ja, schon mehr als anderthalb Jahre. Und braucht das überhaupt jemand? Wir suchen eigentlich unsere Benutzer. Und da haben wir diese kleine Online-Umfrage gestartet und es haben 199 Personen mitgemacht. Ich konnte das teilweise schon am Bibliothekartag in Leipzig dann präsentieren, aber die ganze Auswertung ist in Vorbereitung. Ich hoffe, dass das im Oktober dann publiziert wird. Das werden Sie dann auf dem Blog dann auch mitbekommen. Dann sind wir schon beim Ausblick. Wir werden am 5. Oktober eine nächste große Tranche von Hans-Peter Bertschi und seiner Industriekultur launchen. Da wird der Teilbestand 03, das sind kleine Kleinbild-Dias. Das sind ungefähr 120.000 Kleinbild-Dias. Das sind alle seine Weltpreis. Also ich weiß nicht, wie viele Länder er war. Die kommen jetzt dann alle online. Dann eben der zweite Snapshot-Online-Event. Dann werden wir am Blog, habe ich schon angetönt, den relaunchen, gucken, dass wir Twitter einbauen können. Und was wir mit Jens und seinen Technikern dran sind, diesen Footprint, wo eben dann die Georeferenzierung, was ist auf dem Bild, haben wir den Footprint verbessert, den Algorithmus angepasst. Und jetzt müssen aber alle Bilder natürlich neu berechnet werden, weil wir nicht nur 30 Bilder haben, sondern 150.000. Und das vielleicht, wenn Sie nur schon eine Minute für die Neuberechnung ansetzen, dauert das. Und da muss es noch zu uns kommen. Ich denke, wir rechnen die Q4 bis Ende Jahr, denke ich, haben wir das dann online. Genau, und dann können wir dann auch auf den Luftbildindex und dann können wir die Swiss Names wieder online stellen. Und wenn es dann gar nicht geht, hören wir das dann schon von Ihnen, dann nehmen wir es wieder weg. Ja, und was Elias noch angetönt hat, wir haben noch ein neues G-Cost-Projekt in Anfrage. Da werden wir am 1. Dezember, wenn alles klappt, starten. Da werden wir dann die Bilder, die wir jetzt bearbeiten, quasi gerade weiterverwenden in dieser neuen Applikation, die da gebaut werden soll. Da müssen wir dann eigentlich nichts mehr viel machen. Wir sind dann nur Bilderlieferanten, aber es wird auch, also wir hoffen, dass das kommt. Das wird auch sehr toll. So, genau. Jetzt kommt quasi, weshalb wir auch hier sind, Ihnen wieder einmal zu sagen, dass wir immer wieder erstaunt sind und total beglückt auch sind, dass es sie gibt in unserem Bildarchiv, in unserem Leben. Und dass ohne Ihren Einsatz würde unser Bildarchiv anders ausschauen und unser Alltag sowieso. Sie erweitern unseren Horizont nicht nur auf Metadatenebene, sondern auf vielfältige Art und Weise. Und das finden wir total toll und deshalb möchten wir Ihnen wirklich von Herzen alle, die hier sind aus dem Bildarchiv, vielen Dank sagen. Und wir hoffen, dass wir noch eine Weile miteinander zu tun haben werden. Wir freuen uns auf jeden Fall jeden Tag, wenn was reinkommt. Gut. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe noch zwei Schmankerl. Genau. Weil Elias sagt, wo ich hätte Bilder zeigen wollen von der Gina und der Caroline. Und die Caroline ist eben jetzt im Flieger irgendwie von der Explosion. Die konnte nicht hier sein, aber Gina ist hier. Und wir haben im Frühjahr mal intern einen Film gemacht, um uns als Bildarchiv intern in der Bibliothek vorzustellen. Da haben wir low-level mit dem Handy so einen One-Shot-Film gemacht, wo Sie auch ein bisschen sehen, wie es denn bei uns ausschaut. Und ich habe mir schon gedacht, nächstes Treffen machen wir da mal vor Ort, hinter den Kulissen mit Besuch des Digicenters. Aber jetzt schon mal so ein einminütiger Film, wo Sie ein bisschen Eindruck bekommen, wie das war. Geht.
das ein kleiner Eindruck von unserem Alltag. Jetzt ist Thomas noch, macht noch einen Zwischensport hier, bevor ich noch eine, zwei Folien habe. Gut, Thomas, ist auch ein Mikrofon. Ja. Mit oder ohne Mikro? Das ist auch besser für die, auch für die Zoom-Aufnahme, für den Film danach. Ja. So. Ja, ja, danke Nicole, dass du mir die Gelegenheit gibst, dann kurz an die Crowd zu sprechen. Es geht darum, ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Ich bin also der Vertreter einer dieser internationalen Exoten aus der Vorarlberger Landesbibliothek. Wir konnten uns also dieser Schweizer Snapshot-Initiative anschließen und es waren also in dieser ersten großen Kampagne haben wir 13.000 Schreibbuchbilder online gestellt und vor sich eine regionale Crowd bilden konnte, hat die ETH Crowd unsere Bilder abgearbeitet. Also das waren dann, wir haben das jetzt auch ungefähr nach deinem Schema hochgerechnet, das sind 1500 Arbeitsstunden, die hier geleistet wurden. In einer unglaublichen Qualität. Die Bilder waren also in 2-3 Monaten waren die weg. Und ich möchte also jetzt, es ist auch so, dass auch hier die Top 10 um die 90% arbeiten. Vielleicht ist jetzt nicht der Anlass, aber ich möchte danach den Herrn Zweifel von den Anwesenden, den Herrn Heer und Herrn Hegli zu mir bitten. Ich habe da noch eine kleine regionale Spezialität in drei Herren. ein winziges Dankeschön im Verhältnis zu den vielen Arbeitsstunden, die geleistet wurden. Ein ganz großes Dankeschön an Ihre Mitglieder. Dank rückwirkend, bitte natürlich nach vorne. Wir planen für nächstes Jahr eine Kampagne mit ungefähr 40.000 Schreibluftbildern. Und zwar, das ist ein Versuch. Es gab dann in den 80er Jahren das Geschäftsmodell, mit dem Hubschrauber über das Land zu fliegen, Ortsteile, Ortschaften, Häuser zu fotografieren. Und dann steht der Woche später der Vertreter vor der Haustür und versucht, dieses Bild zu verkaufen. Wir haben eines dieser Archive aufkaufen können. Um wenig Geld sind fast 40.000 Fotos. Und wir werden die 2023 online stellen. Wenn man das ungefähr hochrechnet, dann deckt das ungefähr 70% des Siedlungsbestandes in Vorarlberg ab. Also es ist eine sehr umfassende Dokumentation der Siedlungsgeschichte. Es ist dann auch nicht so, dass wir da ganz alleine stehen als Landesbibliothek. Wir haben Unterstützer, Landesamt für Raumplanung ist dabei, es ist das Landesamt für Vernetzung und Geoinformation dabei. Und es ist bei uns das regionale Architekturinstitut dabei. Also man sieht da doch, dass das nicht nur, das ist schon auch Grundlagen, also das ist eine Grundlage für weitere Forschung und auch für ganz praktische Anwendungen, größtenteils für die Raumplanung. Ich bedanke mich bei dir und bei der Crowd, die für uns den Großteil der Arbeit geleistet hat. Dankeschön. Merci dir, Thomas. Vielen Dank. Dazu kann ich nur sagen, wir haben, die Firma heißt Aircolor, gell? Ja, Aircolor. Und wir haben die Aircolor Schweiz vor 7 Jahren übernommen, mit diesen siedgeflogenen Bildern, wo man die Einfamilienhäuser sieht und auch die Swimmingpools und die Landlady und die Kilian Swimmingpool. Und deshalb sind wir noch ein bisschen zurückhaltend. Wir hätten dann 1 Million. Sind aber nicht digitalisiert, wir warten da noch, wir haben noch anderes zu machen. Aber ja, total spannende Bilder. Gut, jetzt noch die zweitletzte Folie. Wir haben 9 heute druckfrisch erhalten. Einen Jahresbericht haben wir dieses Jahr wieder mal geschrieben, oder zum ersten Mal. Der liegt, wo ist die Heike? Ah, da, Sebastian, könntest du diese Schachtel hochlupfen und da oben hinstellen beim Ausgang dann? Da kann jeder, der Lust hat, sich einen nehmen. Wer keine Lust hat, der wird auch online gestellt, kann man einfach das PDF dann durchblättern. Wir haben total Freude, es ist ein schöner Bericht.
Da kommen Sie natürlich auch drin vor, ist keine Frage. Dann, jetzt wenn wir zum Apero dann runtergehen, haben wir da noch so drei Stellwände mit so ein bisschen Infografik, ein bisschen aufbereitet, weil wir ja heute quasi ein kleines Jubiläum auch bei mit 5. Crowdsourcing-Treffen und da haben wir so ein bisschen Statistik und Zahlen, da können Sie sich ein bisschen angucken. Die PDFs gibt es auch, wer die gerne dann haben möchte, einfach melden. Jetzt vielleicht noch ein wichtiger Hinweis zu Snapshot. Morgen kommt der Blog, wo alles nochmal schön beschrieben ist, wo Sie alles schön nachlesen können und wenn Fragen sind, einfach ans Bildarchiv eine Mail schicken, es ist auch alles im Blog drin, alles easy. Florina ist hier, wird sich bemühen, die Antworten anzugucken oder Probleme. Im Moment läuft es nicht, oder? Wir haben noch irgendeinen Bock drin, aber da sind die Techniker auch dran. IIIF ist irgendwas, aber da muss man dann vielfältig bei uns, bei euch und überall gucken, aber das kriegen wir auch alles noch hin. Das ist eigentlich das Wichtigste, genau. Ja. Die Bilder sind übrigens hier, immer wenn es Bilder sind, die online sind, unten rechts ist der DOI, falls Sie die brauchen, unterladen. Sie wissen ja, wie das geht. Also genau, jetzt Apero, yes. Wir gehen, glaube ich, nur die Türe haben wir offen, damit wir nicht zu viel schleusen müssen. Heike steht parat, sie wird schon mal langsam vorausgehen. Einfach die Treppe, zwei Treppen runter, oder? Oder nur eine? Zweimal. Sie können es eigentlich nicht verfehlen. Da dann, wenn man runterkommt, ist dann ein großer Tisch mit Apero und es gibt ein Oldschool-Apero mit Fleisch und Käse. Ja. Und natürlich Wein. Wunderbar. Und diejenigen, die im Zoom sind, denen sagen wir jetzt Adieu und vielen Dank, dass Sie auch bei uns waren. Wir hoffen, dass wir uns dann auch wieder sehen. Die kam jetzt leider ein bisschen zu kurz. Aber wunderbar, vielen Dank. Bis gleich.